Hi, wir drucken heute die Authentic Sweater von Russell und zwar im DTF-Verfahren. Das heißt, wir drucken auf einen Film vor und kleben dann auf die unterschiedlichen Textilien unser Motiv. Das ist natürlich super für dich. Du kannst auf einem Film Nutzen drucken, 12 unterschiedliche Motive platzieren oder auch 12-mal das gleiche und dann auf ganz unterschiedlichen Textilien einfach applizieren. Ich bin Mirko und wir fangen jetzt einfach mal an, DTF zu drucken. Unser Film ist jetzt fertig gedruckt. Wir müssen jetzt noch den Kleber aufbringen, damit dann auch wirklich das Motiv am Textil kleben bleibt. Wir müssen jetzt noch den Kleber mit der Farbe verschmelzen. Das dauert jetzt in dem Fall so 2 Minuten und dann sind wir auch schon fast fertig. Wir haben jetzt bei 160 Grad für 12 bis 13 Sekunden den Film aufgeklebt. Jetzt müssen wir noch warten, bis der Film etwas abgekühlt ist. Es ist ein Cold Peel Film. In der Zeit könntet ihr jetzt den nächsten Pulli und den nächsten Pulli einfach mal eben aufpressen. Der Sweater ist jetzt fertig, ihr könnt ihn also ausliefern. Kurz noch, warum habe ich DTF in dem Fall benutzt? Für mich ist ein höherpreisiges Produkt immer ein gewisses Risiko. Ich möchte eigentlich keine Makulatur erzeugen. Und Andrucke machen am meisten Sinn immer auf deinem Grundstoff. In dem DTF-Verfahren kann ich ganz einfach eventuell nicht so gut gedruckte Filme aussortieren und habe nicht das Risiko, den Sweater also kaputt zu machen. Neben der wirtschaftlichen Komponente habe ich natürlich auch die Nachhaltigkeit im Hinterkopf. Ich muss keine Sweater mehr wegschmeißen. Ich kann vorher aussortieren und dementsprechend nur das bestellen, was ich verkaufe. In dem Fall benutze ich einen sehr robusten Sweater. Das heißt, ich habe auch gar nicht so den negativen Einfluss auf den Tragekomfort. Natürlich haben wir jetzt im DTF-Verfahren so eine folienartige Struktur. Das ist aber bei dem robusten Sweater überhaupt gar kein Problem. Den Sweater und alle Informationen dazu sowie die Informationen zu dem Drucker findest du in der Beschreibung.